Hart, Posa, kommen zu meine Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Back to the Roots. In der heutigen Episode dreht sich alles um die Brennnessel, aber nicht wie im gewöhnlichen zum Verzehr als Nahrungsmittel, zum Beispiel in einem Smoothie, in einem Salat oder einem Saft, sondern im heutigen Video geht es vielmehr darum, dass ich die Brennnessel dazu verwende, wie ich Brennnesseljauche herstelle, um halt einen organischen und biologischen Dünger herzustellen. Also ganz allgemein zur Brennnessel kann man jetzt ganz sagen, dass er halt als Nahrungsmittel ähnlich wie Spinat zubereitet wird, aber natürlich, weil es halt ein Wildkraut und kein Kulturkraut ist, wie das Spinat natürlich auch sehr nährstoffreich ist, also viel Vitamin C, Beta-Carotine aufweist, viele verschiedene Spurenelemente und Mineralstoffe und natürlich auch das wertvolle Chlorophyll. Brennnessel kann man jetzt zu der Zeit schon Anfang März bis April je nach Witterung schon sammeln. Und ein Merkmal von den Brennnesseln ist natürlich, dass hier einen sehr guten und stickstoffreichen Böden gedeihen. Oft findet man sie halt auch am Wegesrande, am Wald oder auf Feldern. Natürlich auch bei gespritzten Feldern, weil die halt oft Stickstoffdünger verwenden. Und ich denke mal, zu den Merkmalen muss ich zur Brennnessel nicht viel sagen. Ich denke mal, vielen von euch ist sie bekannt. Ein Merkmal sind natürlich die Härchen, die ziemlich brennen, wenn man sie falsch anfasst. Aber nach einer gewissen Zeit gewöhnt man sich auch daran. Der Grund, warum ich die Brennnessel als Jauche ansetze, einerseits, dass sie halt, wie gesagt, ein organischer Dünger ist und dass sie halt auch gegen Ameisen zum Beispiel hilft und allgemein die Pflanze stärkt, sie robuster gegen Schädlinge macht, zum Beispiel gegen verschiedene Pilzerkrankungen und auch gegen viele verschiedene Schädlinge, sage ich mal, beziehungsweise ein Ungleichgewicht von verschiedenen Befällen, zum Beispiel gegen ein Ungleichgewicht von Blattläusen, hilft zum Beispiel die Brennnesseljauche ebenso. Und wie gesagt, ich wollte jetzt ein bisschen von der Brennnessel sammeln und hier in diesem Behälter einfüllen. So, ich habe jetzt die Brennnessel hier in diesem Behälter gesammelt. Also wichtig ist auch, dass die Brennnessel, wenn ihr sie sammelt, nicht zerdrückt wird, weil die Nadel, also die Kieselsäure, ist halt für die Jauche auch notwendig, um halt das alles abzuschrecken. Und jetzt schneide ich die noch mit einer Schere ein bisschen klein, gieße ein bisschen Wasser drüber und decke es dann ab. Lass es dann für 2 bis 3 Wochen vor sich hin gären. Und wichtig ist halt auch, dass ihr sie dann täglich mit dem Stock umrührt, bis er es schäumt, damit halt Sauerstoff mit in die Brühe eingerührt wird, sozusagen. Genau. Ja, noch ein kleiner Fun Fact ist, ich habe gelesen, dass die alten Römer die Brennnessel dazu benutzt haben, um sich ihr Gemächt auszupeitschen, weil sie dachten, es würde ihren Trieb bzw. ihre Sexualgelüste ein bisschen steigern. So, einfach mal nebenbei so eine kleine Geschichte. Also gut, dann schneide ich die Brennnessel ein bisschen klein. Könnt ihr auch theoretisch gesehen auch in einem Mixer klein pürieren, aber ich schneide sie jetzt hier so mit einer Schere ein bisschen kleiner. Geht für mich ein bisschen persönlich besser und muss ich auch nicht extra Strom dafür verbrauchen. So, die Brennnessel habe ich jetzt ein bisschen klein geschnitten und jetzt gieße ich Regenwasser drüber über das Ganze. Bis alles bedeckt ist.
alles schön mit dem Stock umrühren. Also ich schon mal ein bisschen Sauerstoff mit runtermischen. Bis es anfängt zu schäumen. Gut, das Ganze decke ich jetzt mit Karton ab. Ich tue es ein bisschen beschweren, damit es nicht wegfliegt. Genau, das lasse ich jetzt für circa 2 bis 3 Wochen stehen. Man könnte theoretisch gesehen den Sud nach 24 Stunden auch schon gegen Schädlinge verwenden, aber ich möchte ihn ja als organischen Dünger verwenden. Deswegen 2 bis 3 Wochen lasse ich ihn stehen, dann sollte halt die Farbe ungefähr dunkelgrün sein von der Brennnesseljauche. Und falls die Jauche anfängt zu stinken, das ist ganz normal, das ist gut, sodass sie dann anfängt zu müffeln, dann kann man ein bisschen Urgesteinsmehl noch hinzufügen. Dann wird der Geruch ein bisschen gemildert. Und da vorne in dem Eimer habe ich zum Beispiel eine Jauche, die ist circa 1 Woche alt. Also die hat auch schon ein bisschen den dunkleren Farbton, also sollte ein bisschen dunkelgrün sein. Und die Brennnesseljauche eignet sich zum Beispiel hervorragend als Dünger für Tomaten oder Gurken oder sonstigen Fruchtgemüse, weil Brennnessel viel Kalium enthalten und Kalium ist halt ein Stoff, der für gute Früchte sorgt, während halt Stickstoff für das Pflanzenwachstum allgemein sind. Also Stickstoff wird die Pflanze stärker und Kalium ist halt, damit die Früchte gut reifen. Genau. Was, ein weiterer Tipp, was ich euch noch geben kann, ist, wenn ihr zum Beispiel Tomaten in Töpfen anbaut beziehungsweise in einem Freiland, mischt zum Beispiel beim Pikieren oder allgemein in den Töpfen ein bisschen Brennnessel unten in die Erde mit rein, damit es sich zersetzt, oder verwendet Brennnesselmulch, das tut den Pflanzen bestimmt auch gut. In diesem Sinne, spasiba za prosmotre und wir sehen uns in der nächsten Episode von Back to the Roots. Vielen Dank fürs Einschalten. Wir sehen uns in der nächsten Episode. Bis dahin. Ciao.